Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Backstage. Heute mit Marian, Katrin und Dominik von Melongary. Schön, dass ihr heute da seid. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Erzählt uns doch erstmal der Name Melongary. Woher kommt der eigentlich? Wir haben lange gesucht nach einem Bandnamen und der fiel irgendwie, als wir darüber geredet haben und dann, fanden wir es irgendwie gut und dann haben wir es gemacht und seitdem heißen wir so. Eine spontane Entscheidung. Ja. Wie habt ihr denn als Band überhaupt zusammengefunden? Das war in 2012, ne? Genau. Also da haben erst Marian, Andy, unser Drummer und ich uns getroffen. In der vollen Besetzung spielen wir seit Anfang 2013. Dann hatten wir nochmal einen Gitarristenwechsel. Dann ist der Dominik gekommen. Und das war im, lass mich lügen, September diesen Jahres ungefähr. Genau. Ja. Und seitdem sind wir so, wie wir jetzt sind und das passt ganz gut. Du hast es ja eben schon erwähnt, ihr habt euch erst 2012 gegründet. Ja. Hat es lange gedauert, bis ihr euer Publikum gefunden habt? Ja, also natürlich, das entwickelt sich, ne? Also es ging natürlich am Anfang, bis wir die ersten Gigs gespielt haben, letztes Jahr im Sommer, da ging das so nach und nach los. Und inzwischen haben wir so ein ganz kleines Stammpublikum. Und das ist immer spannend zu sehen, dass dann doch immer mal wer Neues dazukommt. Geht natürlich heute über Facebook und so geht das natürlich ganz gut, dass man das verbreitet. Und ja. Welche Hürden muss man als neue, frische Band nehmen? Oh, leider viel zu viele. Es ist ganz, ganz schwierig, an Auftritte ranzukommen, weil wir müssen halt mächtig hart arbeiten, dass wir halt Demomaterial haben, entsprechendes. Und irgendwann werden wir es dann auch schaffen, noch mehr zu bekommen, aber das ist halt die größte Hürde, ist halt viele Auftritte zu bekommen, erstmal. Ihr spielt ja eine bunte Mischung aus Rock, Grunge und anderen Stilen. Was gefällt euch daran eigentlich so sehr? Ja, da muss man eigentlich darin ausholen, wie das Ganze zustande kommt. Wir spielen das, was uns Spaß macht. Das heißt, wenn wir irgendwas im Proberaum machen, dann meistens ist es, dass Katrin so ein bisschen auf ihrer Klampfe umher macht. Das machen wir alles schön akustisch. Dann klingt das irgendwie noch ganz lieb. Und was dann am Ende bei rauskommt, ist dann so, was sich dann so entwickelt, wenn wir dann halt wirklich an die Instrumente gehen und unser Andy dann die Drums spielt und ich dann anfange zu singen, weil ich natürlich nicht so lieblich singe wie Katrin, sondern das dann halt doch manchmal ein bisschen härter wird und so wird dann die Musik auch ein bisschen härter. Was gibt euch denn die Inspiration, eigene Songs zu schreiben? Habt ihr da irgendein Geheimrezept oder? Nee, also das kommt, wie es kommt. Also es gibt Songs, die habe ich, zum Beispiel einen habe ich komplett innerhalb von 10 Minuten am Schreibtisch geschrieben. Der fiel mir ein auf dem Weg zur Arbeit und dann habe ich in der Mittagspause schnell mich hingesetzt und fertig. Und manche Sachen hat dann einer irgendwie einen Text, also ist ganz unterschiedlich. Also Inspiration ist eigentlich so, was um uns herum passiert, was man so wahrnimmt. Gar nicht mal so wirklich autobiografisch, manchmal schon, manchmal weniger. Ist ganz, ganz unterschiedlich. Spielt ihr eigentlich lieber im Tonstudio oder vor Live-Publikum wie heute Abend? Live, definitiv. Ja. Also Tonstudio, das ist mehr Arbeit als, macht auch Spaß, aber ist natürlich, man muss viel, viel genauer gucken, was man macht. Man spielt Sachen 30 Mal und dann passt es immer noch nicht. Und man kriegt auch nicht so ein direktes Feedback. Und das ist natürlich bei einem Live-Spiel, das macht einfach Spaß. Das ist, da kommt das Adrenalin und das ist geil. Ja. Ja. Wie sehen denn eure Zukunftspläne aus? Ja, wir wollen hoch hinaus. Wer will das nicht? Ja, wir wollen hoch hinaus und gehen eigentlich jeden Schritt, um da auch hinzukommen. Wie lange es dauern wird, wissen wir nicht. Wir werden bald eine Single rausbringen. Und dann mal gucken, wie das vorangeht und sobald dann unser Album raus ist, was wir dann wahrscheinlich im Herbst veröffentlichen werden, dann ist auch geplant, halt mal eine kleine Europa-Tournee zu machen, das heißt hauptsächlich Großbritannien und Deutschland und dann kann aber sein, dass auch mal was Angrenzendes noch mit dazu kommt. Und ich sag mal, das ist so das Nahziel und Fernziel kann ja noch weiter sein.
Wie steht ihr denn zu den potenziellen Gefahren dieser Tour? Also sprich, englisches Wetter und Küche. Also wir haben ja einen Engländer in der Band, das, da können wir uns schon so ein bisschen ja, vorbereiten. Nein, also meinst du, dann ist die Fallhöhe nicht ganz so? Richtig. Oh Gott, der schlägt mich, wenn er das hört. Nein. ja, und englisches Wetter. Ich meine, wir kommen aus Bielefeld, also so weit weg vom englischen Wetter sind wir da auch nicht. Und die Tour soll sich auch nicht draußen abspielen, ne? Genau. Ja. Soll also auch das abends ist in den Club spielen und richtig. Nicht draußen. Ja, das, hat das Wetter interessiert mich nicht. Und wir haben eh gute Laune, das ist egal. Ja, also das... Wir lassen uns die Laune auch nicht vermiesen. Nee. Ja, das war unsere heutige Ausgabe von Backstage mit Melon Gallery. Hier bei Sat Kanal 21. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Priests and crooks and politicians. Who will trust the decision? Lawyers, bankers, racketeers. That will change you while you.